So, traumhaften guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mist Survival. Wir sind gerade dabei, zumindest die Zimmer zu inspizieren, wo ich reinkomme. Noch ein Koffer. Cool. Mit noch einer Brechstange. Okay. Wir looten gerade die Hotelzimmer, in die ich reinkomme. Man kommt nicht mehr in alle rein. Irgendwie sind da so ganz komische Türen davor. Ich habe auch mal gehört, dass man da jetzt irgendwie mit einem Elektrokompressor oder mit den Batterien irgendwie... Ich habe irgendwie mal was aufgeschnappt, dass man da irgendwas machen muss, um da jetzt reinzukommen. Aber für mich sieht das nicht so aus, wenn ich ehrlich bin. Weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Türen überhaupt... Ah, hier kommt man dann wahrscheinlich später rein. Batterien und ein Schraubenzieher. Dann kann man das knacken, oder? Ah, ich brauche den Code wahrscheinlich trotzdem. Okay. Damit das Ding überhaupt erstmal funktioniert, damit ich reinkomme. Alles klar. Aber an die anderen blauen Türen kommt man wahrscheinlich gar nicht mehr rein. Hust, hust. So, ein bisschen Lappen. Hier ist nix. Aber hier kann ich noch reingucken. Hier ist auch nix. Ah, hier. Noch ein bisschen Läppsche. So, gut, dann war es das hier schon. Ah, ich verstehe. Da kommt man dann also rein. Aber hier kommt man wahrscheinlich gar nicht mehr rein, ne? Die sind alle komplett zugemacht, die Zimmer. Deswegen sind die auch schwarz an den Fenstern, dass man nicht reingucken kann. Schade. So, hier liegt noch Kohle. Holz. Ein Holzbrett. Okay. Ansonsten ist hier nichts, was man brauchen könnte. Würde ich sagen, wir nehmen mal unseren Koffer und gehen nach vorne. Wie spät ist es? Ah, es ist noch früh. Wir haben noch Zeit ohne Ende. Ich würde gerne jetzt wirklich die Autoteile finden. Das wäre super, wenn das klappen würde jetzt dann. Mal so demnächst. So, den Koffer schmeiße ich mal dahin. Den da nehmen wir natürlich auch dann mit. Die können wir später ins Lager bringen. Das bedeutet, wir können heute richtig ordentlich Loot nach Hause schleppen. Den Schokoriegel. Das und das. Das lassen wir einfach hier in den Koffern stehen. Das klaut schon keiner. Ich weiß nicht, die Banditen werden sowas nicht mitnehmen. Das wäre schwachsinnig. Und da vorne sind Banditen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben nur ein Türschloss mit dem Code. Das heißt, das ist der Code dafür. Das war 1166 oder 6611. Ich glaube, 6611 war es. Ich guck nochmal. Ja, 6611. Okay. Tralali und tralala. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Wenn wir in die Richtung gehen, dann kommen wir genau zu dem Banditenlager. Wir könnten ja versuchen, den Banditen mal einzuheizen. Wir sind zwar nicht wirklich gut bewaffnet, aber probieren kann man es ja trotzdem. Wir werden zwar draufgehen dabei, aber hey, was soll's. Hier wäre dann ein Jeep, den man sich holen könnte. Auch nett. Momentan halt für mich noch nicht wirklich das, was ich will. Ich will erstmal das andere Auto haben. Eins nach dem anderen. So, ansonsten ist hier nix. Da ist ein Motor, da ist ein Motor, da ist ein fucking Motor. Geil. Okay, wir haben noch eine der Komponenten. Jetzt brauchen wir noch einen Reifen und einmal Zündkerzen. Und dann hätten wir ein funktionierendes Fahrzeug. Und das, meine lieben Freunde, wäre epochal. Okay, hier ist ein Spawn. Hier startet man eine Wasserflasche. Ich bin so ein Glückspilz. Hier würde man theoretisch spawnen. Hier könnte man auch ein Lager aufbauen. Finde ich aber nicht so geil hier. Oh, geil, ein Rucksack. Nochmal zwei weitere Slots für uns. Dann nehme ich doch gleich mal alles mit, was hier liegt. Ist da vielleicht eine Zündkerze drin? Leider nicht, aber hier sind Streichhölzer drin. Da ist eine Hütte. Da oben ist noch ein Trailerpark. Und ich
ich weiß, dass da oben Banditen sind. Die waren schon früher da. Ja klar, jetzt finde ich noch eine Wasserflasche. Sicher. Ich sag ja, wenn man das Zeug einmal hat und nicht mehr bräuchte, findet man das ständig. Noch eine Axt, die können wir auch auf jeden Fall brauchen. Und auch einen Stein mit. Oh, ist gerade wie Weihnachten. Ich freue mich gerade. Endlich eine Wasserflasche. Das heißt, wir müssen nicht mehr die Cola-Reserven plündern, sondern wir können wirklich ab und zu auch mal gesund trinken. Mal den Durst mit Wasser löschen, nicht immer mit diesem pappsüßen Zeug. Und nochmal Rucksack-Slots. Jetzt haben wir schon wirklich mehr Platz. Also jetzt lohnt sich's auch. Okay, da sind wieder Freunde drin. Ich habe aber nur einen Speer. Ich habe aber... Habe ich ein Messer dabei? Verdammt, ich habe kein Messer dabei. Sonst könnte ich die zwei auslöschen. Gespeichert habe ich ja. Okay, ich habe überhaupt keinen Speer mehr. Ah, ich brauche endlich einen Bogen. Mit Pfeilen. Jetzt habe ich... Habe ich noch einen Speer? Einen habe ich noch, ne? Ich hätte sogar zwei gehabt, aber jetzt habe ich nur noch einen. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt unpraktisch irgendwie. Und an den komme ich auch nicht ran, wenn die da drin sind. Okay, einer ist weg. Ich lauf einfach nur. Lass mich in Ruhe. Der läuft mir immer noch hinterher. Slalom. Ist er weg? Ich glaube, er ist zurück. Okay, aber wir haben den Speer wieder. Das heißt, wenn ich jetzt Glück habe, kann ich den zweiten auch noch ausschalten, ohne dass wir Munition verbrauchen. Und das wäre goldig. So, komm her, es tut auch gar nicht weh. Echt jetzt? Und raus. Und laufen. Lauf. Mutti. Oh Gott. Ich hasse das so sehr. Ich habe sogar beide wieder rausbekommen, ohne dass er mich erwischt hat. Ich lebe gefährlich. Alter. So, jetzt aber. Komm, zwei Versuche. Ich werde doch jetzt seinen Kopf piercen dürfen. Komm schon. Echt? Jetzt? Ich treffe doch genau seinen Kopf. Das. Durch den Hals. Na klar. Warum auch nicht? Warum auch nicht durch den Kopf? Weil ich den Hals ja auch treffen kann. Mann. Echt jetzt? Junge, tut das nicht weh in der Hitze? Jetzt ist er wieder weg. Aber er hat mir ein Geschenk dagelassen. Das ist ja nett. Oder er ist... Ist der verreckt? Kann das sein? Ist der hier gestorben? Wegen der Sonne und so? Das wäre ja lustig. Nein, ist er nicht. Er ist noch da. Oder der andere lebt noch. Na also, geht doch. Also man muss wirklich ein bisschen weiter nach unten zielen. Oh geil, drei Salz. Das ist ja nett. Man muss tatsächlich ein bisschen weiter nach unten zielen, um die Jungs hier, ne? Um denen das mal durch den Kopf gehen zu lassen. So. Okay, Holz. Hier ist nix, nur Schrott. Aber hier kann ich die Tür aufbrechen. Zum Glück habe ich die Brechstange mitgenommen. Und haben wir hier was Anständiges? Ja gut, ein bisschen Munition. Aber das ist jetzt auch nicht wirklich... Ja, ist ganz nett. Aber, naja. Eine
Toll. Ich freue mich. So, ich packe mal hier ein paar Sachen rein. Blätter, die Flaschen eventuell, die Sticks. Hier das Zeug. Die Flaschen behalte ich mal bei mir. Das behalte ich bei mir. Das behalte ich bei mir. Das Eisen kann ich da reinpacken. Die Streichhölzer, das Essen, das Salz. Die Munition bleibt auch erstmal bei mir. Und dann nehmen wir das nette Ding hier mal mit. Ist zwar nur eine kleine Kiste, aber kann man ja auch mal brauchen. Hallo? Kiste? Mitkommen? Danke. So, da hinten, weiß ich, ist das große Haus, wo wir früher mal unser Lager hatten. Ich wäre halt auch, aber ich möchte da nicht mehr hin. Aber da hast du halt Platz, ne? Da kannst du halt wirklich arbeiten. So, ich nehme jetzt erstmal die Kiste mit und gehe nach Hause. Damit wir das Zeug nach Hause bringen. Stop. In the name of love, before you break my heart. Okay, da ist der See. Alles klar. Da hinten ist das Fahrzeug. Das rote. Ist auch schon mal gut, dass wir wissen, wo das, wo wir das dann holen können. Weil es, glaube ich, davon genügend gibt. Bis wir das haben können, dauert es noch ein bisschen. Und dann finden wir sowieso mehr davon. So, gut, 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 gut. Läuft ja gar nicht so schlecht. Wir sind wieder am Hotel. Und wir haben ordentlich was mitgenommen. Wir brauchen zwei Batterien. Brauchen wir den Schraubenzieher dann auch? Ich würde das gerne mal austesten. Ich habe das halt noch nie gemacht. Ich nehme mal zwei Batterien mit. Schraubenzieher. Kann man den an der Workbench herstellen? Und die zwei Koffer müssen wir sowieso noch holen. Und dann ist der Tag wahrscheinlich eh gelaufen. Und mein Stunima müsste auch schon ziemlich weit runter sein. Ist es auch. So eine kleine Kiste. Kann man ja mal wohin stellen, ne? Damit kann man ja mal was machen. So. Ich pack die Kiste. Ja. Oh, cool. Da ist ja eine Nische. Da könnte man die Kiste auch reinpacken. So, ich pack die Kiste mal hier oben hin. Bloß mal so im Dachboden, ne? Ich muss die Waffe weglegen, nicht, dass ich schieße. Jetzt einfach erstmal hier oben eine kleine Kiste, so eine Dachbodenkiste. So, du bist durch? Der ist durch. Okay, haben wir einen Water Barrel? Haben wir leider noch nicht. Aber ich kann hier die Wasserflaschen mal kurz auffüllen. Dann sind die wenigstens gleich mal voll. Und dann sollte ich ziemlich zügig einen Water Barrel bauen, damit wir weiterhin Wasser produzieren können. Den kann man dann da unten hinstellen vielleicht. Fände ich ganz cool irgendwie da unten. Gut, einsortieren. So, Komponenten haben wir wieder ein bisschen was. Ein bisschen Eisen. Munition. Essen haben wir natürlich auch wieder gefunden. Munition. Einmal. Ach, das ist gar nicht die Munition. Hä? Moment. Das ist sie nicht. Ah, das ist die hier. So, dann haben wir da 13 Schuss drauf. Kann man mal machen. Gut, 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 gut. Flaschen haben wir hier drin. Munition packen wir wieder zurück, wo es hingehört. Das hier rein, die paar Steine, wo ich mitgenommen habe. Dann hätten wir hier noch ein paar Sticks. Das gehört zu Werkzeug. Das müsste hier rein. Ein Basie. Hatten wir noch gar nicht, ne? Fällt mir gerade so auf. Baseballschläger. Nochmal eine. Nein, die sollten wir mitnehmen. Das ist unsere. Salz haben wir auch noch. Medikamente. Salz packe ich mal hier mit rein. Den Motor. Der ist zwar schon ziemlich damaged, aber den können wir später in das Auto einbauen. Müssen wir aber nicht jetzt machen. Säge kann raus.
Medikamente. So, ich nehme jetzt mal zwei Batterien mit. Die kann ich auch mal da reinpacken. Das ist jetzt nicht so schlimm. Eine Wasserflasche packe ich auch mal da rein. Okay. Alter, was will ich denn da? Durst. Wir haben jetzt Wasser. Oh, endlich Wasser. Okay, können wir einen Schraubenzieher? Ja, mit zwei Eisen und einem Komponenten. Das sollten wir... Hallo? Das sollten wir sogar da haben. Es ist schon wieder so dunkel hier. Eisen und Schraubenzieher. Halt, das war ganz vorne drin. Eisen... Split half Komponenten. Einen Schraubenzieher. Ja, machen wir einfach mal einen. Ich weiß ja nicht, ob der dann verschwindet irgendwie wieder oder... Keine Ahnung. So. War vielleicht auch dumm von mir, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht findet man die ständig oder so, aber ist jetzt mal egal. Dann gehen wir mal zu dem Hotel, das interessiert mich jetzt. Ob ich damit jetzt reinkomme und dann den Code trotzdem noch brauche oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Vielleicht braucht man den Code dann auch gar nicht mehr, wenn man Schraubenzieher hat. Weil wofür sollte ich da einen Schraubenzieher brauchen? Das macht ja keinen Sinn. Wenn ich den Code habe, muss ich ja das Schloss nicht mehr knacken. Das ist ja irgendwie, ne? Schwachsinnig. Gut, was ich auch gern hätte, wäre wieder die Pumpgun. Die fehlt mir auch so ein bisschen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die noch bekommen werden. Ist ein bisschen traurig, dass es da jetzt nur ein Zimmer mit so einem Code gibt. Das hätte man schön machen können. Hier an jeder Tür so ein Code-Ding hin. Okay. Da ist doch ein Lager. Da komme ich nicht rein. Hä? Hier, guck mal. Aber ich kann halt nicht sehen, was ich aufheben kann, ne? Kann sein, dass das später noch kommt. In der späteren Version. So. Ach so, ich brauche den Schraubenzieher, um die Batterien einzulegen. Ich verstehe. So. Was? Warum? Hä? Okay, der Code stimmt nicht. 1166. 6611. 6611 war's. Es war 66. Aber habe ich doch auch probiert, oder? Oder ist das gar nicht der Code dafür? Okay, dann eben nicht. Verstehe ich zwar jetzt nicht, aber... Hä? Ist das nicht der Code für die Tür? Okay, den Schuhkarton kann ich nicht nehmen. Ist das gar nicht der Code für die Tür? Was? Warum? Ist der jetzt anders? Ich habe das auf Aufnahme. Ich weiß, dass der anders war. Was soll das? 0332. Das ist echt komisch. 0332. Na gut, probieren wir das mal. Das ist ja merkwürdig. 0332. Hier sind wir zu Hause. 0. Ah. Hallo. Ich bin der Hausmeister. Ich wollte nur... Ach, egal. So. Verbandszeug. Ein bisschen Muni. Das ist ganz nett. Ich rechne auch nicht damit, dass wir irgendwie jetzt was ganz Tolles kriegen. Okay. Munition habe ich auch nicht bekommen für meine Waffen. Gut, nochmal ein Koffer, der leer ist. Hier ist nichts drin. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Und nochmal Verbandszeug. Dafür habe ich jetzt... Ja. Na gut.
Ja, ich hätte nicht so viel erwarten sollen. Ich habe eigentlich gedacht, dass man hier vielleicht ein Scharfschützengewehr kriegt oder irgendwie eine schöne Knifte, eine Pumpgun, wenigstens eine Pistole oder sowas. Aber halt gar nichts ist irgendwie schade. Das ist irgendwie traurig gerade. Na gut, wenigstens ein Koffer. Das ist ja zumindest irgendwas. Block. Okay, ich würde aber trotzdem gerne nochmal in die Richtung weiterziehen. Und eventuell würde ich sogar versuchen, in der nächsten Folge das Banditenlager da anzugreifen. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht können wir uns ja wirklich reinschleichen. Und die schön wegseichen. Ne? Ich habe jetzt mal gespeichert. Und wir probieren das einfach in der nächsten Folge mal. Vielleicht habe ich ja Glück. Okay, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So schön hier. Tschüss. Thank you.